So, Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Und natürlich ist der Donaldi, der Payset, der Tobinator wieder dabei und der gute Taros. Und heute haben wir natürlich einiges wieder vor in dieser Folge. Wir haben die PvP-Arena weitergebaut und der Tobi hüpft da hinten wie ein kleines Männchen. Schlafen gehen, schlafen gehen, schlafen gehen. Und in der letzten Folge, die mussten wir ein wenig kürzer machen, denn wir hatten da diese Probleme mit dem doppelten Sound. Ist jetzt endlich weg, hoffe ich, ne? Doppelherz. Im zweiten Herz lebt man besser. Nicht schlägt man besser. So, ins Bett. Stell mal vor. Raus aus meinem Bett. Ja, ich hab's. Dann kauf dir eins. Ikea? Ja, wir müssen irgendwann sowieso mal umziehen, weil der Patrick braucht ja auch ein Zimmer. Nein. Wir könnten noch einen Flügel anbauen. Nee, ich finde das Haus von innen. Komplett umzuziehen. Patrick, leg dich irgendwo hin, hör auf mich zu besteigen. Ich hab's genau gesehen. Oder reconnecte. Also wir müssen irgendwie das Haus von außen hübscher machen oder mal umziehen. Ich finde, wir brauchen mal einen neuen Tapetenwechsel, weil wir haben das Haus jetzt so lange schon. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, ja, in einer Hinsicht wäre ich traurig. Genau das Gleiche wollte ich gerade auch machen. In einer Hinsicht wäre ich traurig, wenn das Haus weg wäre. Ja. Hat man jetzt die IP gesehen? Aber in einer anderen Hinsicht würde ich es cool finden, wenn wir was Neues hätten. Ja, das stimmt. Sonst sollte man das Haus abreißen, das lassen wir schön hier stehen. Nee, also mal ein ganz neues Gebiet. Das haben wir jetzt so lange gemacht, aber wirklich alles neu. So, ich finde ja irgendwie... Ich bin schneller. Wir sind ja gerade erst bei der PvP-Arena. Wir sollten so ein bisschen Zeit lassen. Ja, nein, ich finde, wir sollten das Gebiet hier nicht irgendwie... Aber ein bisschen weiter weg, vielleicht so ein bisschen in den Dschungel gehen, wo... Weißt du? Würde ich cooler finden. Wir könnten uns natürlich auch einfach ein... so wie der Gronkh das gemacht hat, so ein Portal nehmen... In Meter voll weit laufen und dann halt irgendwo ein neues Portal aufbauen und gucken, wo wir rauskommen. Das wird gehen, ja. Ja, aber ist das dann hier dann noch da? Ja, ja. Kann man dann wieder hier hin? Ja, ja, logisch. Ja, lass uns das machen, komm. Die PvP-Arena. Ich bin doch gerade bei der Arena jetzt hier so. Ja, ich wollte auch. Ich bin aber echt dafür, dass wir, weil viele von den Zuschauern, die sind ja neu so dazugekommen und ich finde, wir sollten das echt irgendwie so. Ja, aber wir müssen auch erstmal uns vorbereiten darauf, sag ich jetzt mal, ne? Ja, ich finde einfach, wir nehmen. Alles, was wir haben, was wir jetzt so haben. Ja, okay, dann gehen wir Obsidian abbauen, wünsche ich dir viel Spaß bei. Und dann, nee, wir können ja auch einfach jetzt loslaufen. Nein, wir brauchen. Wir müssen das ja mit den Netherporten. Wir sind frei. Machen. Nein, wir laufen einfach immer geradeaus in eine Richtung. Hör mal zu. Ja, aber pass mal auf, wenn du in der Nether bist, dann ist. Nein, jetzt hör mal zu, ohne das Portal. Das ignorieren wir jetzt mal ganz kurz. Also, ich würde sagen, wir würden in eine Richtung laufen. Also nicht in Richtung Wüste, sondern in Richtung Dschungel. Wir laufen dann, weiß ich nicht, eine Minute oder zwei Minuten laufen in eine Richtung. Also immer geradeaus. Und da fangen wir dann an. Also immer geradeaus. Nicht so weit weg von diesem Gebiet hier. Das kann man ja irgendwann verbinden. Dann haben wir eine riesige Welt. Aber ich finde, wir sollten. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, wenn du eine Minimap installiert hast, gerne. Vorher gehe ich hier nicht weg. Nee, wenn wir immer in eine Richtung gehen, ist es ja einfach zu finden. Nee, wenn ihr F3 drückt, seht ihr ja auch unsere Koordinaten. Ach ja, stimmt. Also finde ich jetzt, dass wir vielleicht mal... Ja, aber jetzt auch nicht. Lass jetzt erstmal die PvP-Arena fertig machen. Wäre kacke, wenn wir jetzt damit aufhören. Wir können auch das Haus jetzt schnell bauen dann, also dass wir das jetzt die nächsten Folgen bauen und dann komme ich hier wieder zurück und dann bauen wir das dann. Ja, und das finde ich eigentlich cooler, weil ich finde irgendwie... Geht auch. Ich finde, wenn wir so einen Neuanfang wagen, also jetzt nicht in der Hinsicht, dass wir alles neu machen, sondern wir verbinden die Welten irgendwann mal, aber ich finde, wenn wir mal wirklich... dann hat auch jeder wieder was zu tun und so, wir können mal dann was Neues machen. Jeder sein eigenes Haus. Ich wollte gerade sagen, das könnten wir natürlich auch machen. Das an einem Punkt halt, aber haben. Jeder... Genau, dann bauen wir so ein kleines Dorf. Ja. Ja gut, dann lass mal treffen hier, kommt mal alle her. Gut, dann machen wir jetzt alle einen auf Alleingänger. Aber dann packen wir unsere... Nein, pass auf, das erste, was wir machen, wir brauchen ganz viele Zäune. Dann bauen wir erstmal ein Quadrat, ja, bauen da ein paar Wege rein und dann an den Wegen kommen die Häuser hin. Und in der Mitte bauen wir dann vielleicht noch ein großes Zentrum, wo wir unser Lager haben und sowas. Das ist, glaube ich, was, womit wir sehr viele Folgen füllen können, wo die Leute dann auch Ideen... für die Häusernamen und sowas alles. Und irgendwann mal verbinden wir dann dieses Haus hier, dieses Gebiet wieder mit dem anderen Gebiet. Irgendwann. Finde ich. Ja, weiß ich nicht. Mein Gebiet. Gute Idee, also. Dann hat der Patrick auch mal wieder ein Haus und auch ein Zuhause, ja. Endlich mal. Wo ist denn, warte mal, der Taros ist da, der Patrick ist da, wo ist der Tobi? Tobi ist ich da. Ich suche gerade noch meine 7 Sachen zusammen. Ich wollte gerade sagen, ich würde erstmal unsere wichtigsten Sachen alle mitnehmen. Dann los. Tja, wenn man keine Werkstoffe, ne? Und das andere das lässt man halt alles erstmal zurück. Geht ruhig. Also nochmal zur Erinnerung, Leute, wir werden diese Welt hier nicht komplett verlassen, wir sind nur ein bisschen weiter weg, sondern irgendwann möchten wir natürlich, wir möchten jetzt einfach mal, ich glaube, man braucht echt mal nach so vielen Folgen mal einen Neuanstrich, finde ich. Wieso keine Rohstoffe? Ja, also keine Baustoffe jetzt, so Essen und sowas schon, aber keine Rohstoffe, die sollten wir uns schon so zusammensuchen dann. Oh, Alter, nicht kein mal, Silber und so. Neu,
Ja, doch, das schon, aber halt keine Baustoffe, so Steine und Holz und sowas. Okay. Also ich nehme ein bisschen Holz mit. Für den Tobi, hast du noch Zaun und alles? Also nimm sowas mit, sonst hängen wir da ewig. Ich habe noch keinen Neuanfang. Ja, nur Zaun. Zaun brauchen wir direkt von Anfang an. Ja, 43 Zäune habe ich. Ja, das reicht nicht. Nee. Kannst du noch welche bauen? Genug. Ich habe noch Holz. Ich habe noch genug. Dann bau mal welche, Holz. ganz viele. Ich kann mir eine Tüte bauen. Eine Tüte in der Bong oder was? Will das einer rauchen oder was? Ja. So, dann treffen wir uns vorm Haus und los geht's. Ja, Moment. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Muss man das Zoom-Kisten ganz cool. Suchen und mach gerade Zäune im Moment. Aber ich möchte halt Richtung Dschungel gehen. Ich will auch nicht, dass wir wieder so ein riesen freies Gebiet haben, sondern dass das Gebiet so ein bisschen an so einem kleinen so Fluss ein vernetztes, ist. Wir können ja so ein vernetztes Baumhaus-Ding machen. Mit Brücken und sowas alles. Das wäre bestimmt extrem geil. Genau. Essen, nimmt noch ein bisschen Essen mit. Ich wohne nicht in Essen. In Essen, ja, da kann man sich fressen. Oh, jetzt kommt die Stalker. Und die PvP-Arena und so weiter bauen wir natürlich irgendwann mal weiter, aber jetzt machen wir erstmal was Neues. Nee, in Neuss wohne ich auch nicht. In Neuss? So, ich habe 2 Stacks Steine und 13. Ich nehme mal kurz die wichtigsten Sachen mit. Aber ich wollte das Glas davon. Die wichtigsten Sachen kommst du mit einem riesen Rucksack so, da raus. Genau. Ja, helf mal tragen, bitte, helf mal tragen. Wollt ihr hier vielleicht nochmal schlafen gehen schnell vorher? Nee, komm jetzt. Los geht's. Na gut. Wir kämpfen uns durch die Wildnis. Survival Game. Das wird richtig spannend. Ob nicht, wenn mal so ein Pferd oder sowas, das wäre cool. Ja, aber irgendwas wollte ich noch mitnehmen gerade. Da kommt der Taros angelaufen, richtig schnell wie Forrest Gump. Schneller, Taros, schnell! Komm nicht durch, Taros. Ich gehe wieder. Bitte, nee, jetzt kommt mal zurück, jetzt müssen wir langsam losgehen, sonst besteht die Folge aus Warten, und das ist ja nicht so toll. Oder sie finden in der Nacht statt. Ach, da ist so der scheiß Glasblock. Tobi, du kannst natürlich auch bei uns, kannst dich einfach hier hintippen, ne? Stellt euch mal alle nebeneinander, ich mach mal ein gutes Schumpnail. Nein, ich will kein Schumpnail. Dreh mich mit dem Rücken zu euch. Dreh dich mal um. Emo. So, okay, so sieht's. Mach's gut, schönes Haus. So, wir gucken jetzt einmal alle zum Haus. Es waren schöne Momente mit dir, Haus. Nein, es war scheiße. Juhu, Essen! Oh. So, jetzt stellt euch mal nebeneinander, ich möchte noch einen coolen Screenie machen. Stellt euch mal hier hin alle, vor dem Haus. Einen coolen Screenie? Ja. Du bist auch so ein Screenie. Ich bin der behinderte Junge, der immer einen weiter oben steht. Dad! Dad! So, jetzt psch. Einfach. Okay, so sieht's cool aus. Jetzt dreht euch mal um. Patrick, Sascha, dreh dich mal um. Dean, geh mal da runter. Dean, stell dich mal bitte neben den Tobi. Aua. So, jetzt gucken alle. Cheese sagen! Cheese! Ja! Tobi sieht aus wie King Julian. So, los geht's. Wo laufen wir denn hin? Hier in die Richtung? Einfach in die Richtung. Ja, aber bitte, aber nicht. Dann laufen wir ja zu unserem Spawn, ne? Hier sind wir damals gespawnt, ursprünglich, ganz am Anfang. Ja, aber nur geradeaus laufen, sonst finden wir unser Dings nicht mehr wieder. Daraus. Ach, warte, ich guck nochmal kurz auf die Koordinate und mach mal einen Screenshot davon. Sicherheit und so. Das wäre gut. Safety first, motherfucker. Guck mal, sowas zum Beispiel hier, so ein kleiner See, aber ein bisschen weiter weg bitte, nicht jetzt hier direkt. Dafür wollten wir nur geradeaus gehen, ihr kommt vom rechten Wege ab. Ja, ich muss ja irgendwie hier rüberspringen, ne? Nein. Ich gehe auch geradeaus. Nein. Ja. Guten Tag. Ich glaube, es wird schon dunkel, kann das sein? Nö. Ich hab ein Schwert. Ein Schatten vom Tobi. Ich hab auch ein Schwert. Sorry, Tobi. Nee, der war gut, muss ich sagen, der gefiel mir. Danke. Okay, kleiner Spasti. Seid ihr hinter mir? Wo seid ihr? Kakaobohnen mitnehmen, wie er sich Kakaobohnen. Da kommt eine Wand. Hä, wo seid ihr? Ach, da, aus. Das war klar, dass es passiert. Da, warte, alle zum Tobi. Tobi ist der große Sammelpunkt. Sind wir in Game of Thrones hier? Wir sind alle beim Tobi. So, weiter geht's. Moment, ich muss kurz was essen. Tobi, jetzt nach links. Aber das ist nicht geradeaus, Leute. Geradeaus ist das hier, wo ich jetzt langlaufe. Die Mauer muss weg. Nein, wir laufen ganz geradeaus. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wollt ihr euch jetzt echt da durchbuddeln? Ich bin hier unter den Lianen hochgegangen. Könnt ihr das nicht? Bear Grylls. Ja. Tobi! Ja, die echten Gangster graben sich durch, ne? Gangster! Ja, dann grab mal, da bist du ein bisschen beschäftigt. So, ich hab eine Stelle gefunden, Leute. Eine feuchte Stelle? Ja, okay, Sascha, vergiss es. Komm mal mit. Das sieht sehr einladend aus. Was ja, ich ein Schwein gehört, warte mal. Das ist ein Schwein. Auch. Auf der Pirch. Hier bauen wir unser Gebiet hin. Hier ist es cool. Gleiches. Wow. Auf der Pirch. Das ist unsere neue Heimat, Freunde! Bist hier. Du? Hier oben. Dennis? Wo seid ihr? TP dich doch einfach zu mir. Da. Hallo. Hier, Leute, das ist unser neues Gebiet. Na, Schwanger! Aua.
Im Wasser? Das ist langweilig. Nein, nicht im Wasser, ein bisschen weiter geradeaus, aber hier so in der Nähe. Das wäre da auch mal was, irgendwie sowas wie Rapture bauen, so eine Unterwasserstadt. Oh, hier ist, oh hier ja. Ist, hier ist. Nee, das würde ich viel zu lange dauern. Rapture. Tobi, wo bist du? Aua. Komm mal mit. Darf ich das Rape? Haus auf dem Hügel haben? Tobi, holst du dir unter Wasser? Komm mal bitte, kommt ihr mal bitte mit. Oh, das sieht echt geil aus. Warte, ich muss das Leben hier sammeln. Hier vorne, wo ich jetzt hingehe, wo das Huhn ist, da fangen wir an. Okay. Und dann können wir uns direkt so einen Platz schon mal holen. Ne? So, als erstes heben wir erstmal den Boden aus, machen das alles mal, die Höhle da bitte dicht. Quatsch. Alter, du meinst auch gerade noch, das soll nicht so ein riesen Flächengebiet so. Sein. Das ist doch nicht groß. Guck mal, ja, das ist hier genau zwischen den Bergen, das sieht doch voll geil aus. Wir heben den Boden jetzt aus. Ja, nur, dass das ein bisschen eben ist, weil ich erkläre dir gleich warum. Das reicht schon. Garten. Ein Huhn! Das so, Alten! Wer kann denn bitte hier unten diese riesen Höhle zumachen? Oder Rohstoffe? Was machst du da? Ich baue das Eisen ab. Nee, warte mal, dann müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen weiter, weil die Höhle dicht zu machen dauert wahrscheinlich zu ewig. Nein, das kriegen wir hin. Boah, geil, eine Höhle. Ach, das ist doch nicht mit Cobblestone. Geil, ja. Hühnchen. Und was sagt ihr, wenn wir das hier machen, ein bisschen weiter weg, dann haben wir doch die Höhle, dann können wir das mit der Höhle verbinden. Ja, machen wir das hier vorne. Hier, so, dann machen wir das jetzt auf eine Ebene und bauen dann erstmal ein Quadrat in Form mit Zaun. Na, brauchen wir nicht, wir starten einfach so. Nein, das muss schon, ich habe schon eine coole Idee, warte mal, lass doch mal machen. Wir können alle unser eigenes Haus bauen, Dennis. Das ist so. Ein bisschen flach muss das schon sein. So wie deine Mutter auf der Brust. Oder bei der Brust, das auch Entschuldigung. Es wird übrigens dunkel. Egal, los. Hat jemand Fackeln dabei? Ja. Fackel ich nicht lange. Tobi, tu das Gebiet mal hier, was ich gerade hier aushebe. Ihr helft mir ja nicht. Wo du gerade drauf stehst. Da kriegen wir aber niemals 5 Häuser hin, was du gerade hier brauchst. Deswegen versuche ich das ja hier weiter zu... Lass mich mal machen. Okay. Helf mir doch mal. Ich weiß ja nicht, wohin. Oder bis was? Bis hier. Von hier. Ja. Wo ich hier gerade buddel. Ja. Bis hier. Und von da... Also die Häuser sollen nicht so riesig sein, ne? Bis zum Wasser hier. Nee, aber auch keine 4x4, ne? Nee, bis zum Wasser. Guck mal, da passen nur 4 Häuser hin. Dann füllen wir das Stückchen hier aber auf. Dann sollten wir die Häuser nicht hinbauen, wo genau. Wir wollen. Aber selbst erstmal, nein, nicht so weit auseinander, das soll schon im Quadrat sein. Und das soll eingezäunt sein. Wie so ein kleines Minidorf. Aber dann ist es doch, ist alles wieder so extrem nah und alles angeengt. Ja, soll's ja auch. Warum? Magst du's frei? Dennis hat es gerne eng. Jetzt buddelt doch erstmal, Leute! Ah, sein enger. Also ich würde es so machen, dass wir die am See alle bauen, das wäre viel cooler, so ein Hafen. Das kann man ja hinterher noch alles machen, lass uns erstmal bitte hier ausheben. Das wird ja alles wieder so flach und keine Ahnung. Ich hab keine Schaufel mehr. Soll ich eine geben? Oh, nee, baut ihr mal. Ich füll hier auf. Ich hätte dir eine gegeben. Aber ja, das machst du gerne, ne? Nein, wirklich! Du würdest mir gerne mal eine geben, ne? Nein! Wir sehen uns auf der Gamescom. Bock! Ja. Die ja in diesem Jahr ist, da. Ne? Oh. Ja, ich hab keine Dings mehr. Keine Schaufel mehr. Tobi, was machst du? Ich tu hier gerade auffüllen. Doch, ich hab noch. So, Dean, jetzt pass auf, ich hab eine Aufgabe für dich. Ich geb dir dann eine Schaufel. Das hier, ne, der Patrick macht das schon. Das hier zum Wasser, dass das gerade ist. Weißt du, was ich meine? Lass doch hier so einen kleinen Hafen bauen und dann so eine Brücke genau. aus zum Wasser. Nein, dann so eine Brücke so aus zum Steg Wasser. Oder so. Dann so eine Brücke aus zum Wasser. Du willst das doch nicht komplett gerade machen, oder? So ein bisschen Natur, ne? Nee, ich meinte, dass das zum Wasser gerade ist. Also das ist genau, so abgeschnitten, das sieht auch ein bisschen schwul aus dann, oder? Schwul? Also ein bisschen. Ich hab eine Idee. Das ist Industrialisierung. Was denn? Also ich baue mein Haus hier hin. Auch? Wir machen das... Ich baue mein Haus hier hin. Hier kommt mein Haus hin. Hier, das ist mein Zuhause. Lass das doch ganz anders machen. Lass doch hier einen Hafen bauen. Und dann so einen Steg raus zum Wasser und dann bauen wir hier auf dem Wasser so ein Quadrat und machen dann da unsere Häuser. Das wird nämlich geil aussehen. Mit Unterwasserstadt. Was sagst du denn, Tobi? Ich weiß nicht, also mir ist egal, was ihr tut, hier kommt mein Haus hin. Mein Haus kommt hier hin. Hier kommt mein Haus. Weil wir da auf, keine Ahnung, wir könnten so einen ganzen Hafen bauen, so einen kleinen und dann auf dem Wasser halt unsere Häuser. Das wäre auch eine coole Idee. Ja, aber da hinten sind so viele, na wobei. Warum die zwei Inseln kommen weg? Ja, dann fang an. Ja, los geht's. Wir können okay, dann kommen auf das Festland. Und ein Dorf suchen und einfach in die Häuser einziehen. Nee, das ist ja Pussy. Auf dem Festland kommt dann unser Lager und sowas hin, finde ich. Wir halten Hafen, ne? Tobi, wir werden Nachbarn. Hafenlager. Nur du und ich. Nee. Weißt du was, ich fange jetzt einfach mal an hier. Ja, so, ich setze jetzt den Grundstein. Zack, zack. Ewig. Pam, pam. Wo hast du das ganze Holz her? So gefällt mir das, aber nee. Also nee. Wo hast du das ganze Holz her, Dennis? Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was setz denn? Mal.
Was war der Junge, ey? Mach das 3 breit mal. Mach das mal 3 breit. Ja, dann muss der gucken. Patrick mal weg. Patrick, geh mal weg kurz. Nur mit deinem Breiten. Aber ja, siehst du, genau das passiert dadurch. Oh. Bude, was mit der Spitzhacke Holz ab? Ja, ja, ist mir egal. So, lass ich ihn. Tobias. So? Es tut mir leid. Ja, und Tobi stellt dann auf den Zaun mal ein paar Fackeln. Kann ich machen. Fertig. Also mal ein bisschen eng, oder? Ja, sollen wir das 4 breit machen? Ja. Dann mach mal bitte die Sanddinger hier weg. Patrick, warum? Warum was? So, wie weit soll ich denn? Ich mach das doppelt, mache ich jetzt. Mach, ja? Mach noch. Ja, genau, das doppelt, ja. Aber jetzt ist das Wasser hier kaputt. Ist so. Ah, die Musik ist so schön. Hä, wieso geht das Wasser hier denn nicht mehr jetzt? Hallo? Oh, what the geht bitch? Doch einfach. Wie ist es da unten? Blub, blub, blub. Guck mal, da gibt ein Cock, guckt uns dazu. Oh, ups. Warte mal kurz. Warum baust du so weit in den See rein? Dennis, das reicht. Das weil reicht. Was jetzt hier viel verteilt wird. Pass auf. Nein. Jetzt kommt hier eine Platte und auf die Platte kommen die... Ah, nee, warte mal. Wie groß sollen die Häuser denn sein? Also die müssen schon einheitlich von der Größe her sein. Sagen, die sollen auch so gleich aussehen von außen. Jetzt bauen wir so eine Abzweigung, so in jede Richtung. Hier genau. Zum Beispiel. Und was ich finde, ist, dass die Häuser von außen auf jeden Fall gleich aussehen müssen. Sollen wenn man nicht in jede Abzweigung höher ein gehen? Haus baut, dann, genau dann so. Hat einer kein Haus. Aber sollen wir nicht ein bisschen höher gehen? Wir sind jetzt genau auf dem Wasser. Ja, ist doch cool so. Ja, aber so ein Steg. Ja, die Häuser kann man ja ein bisschen höher bauen. Warte mal eben. Ich geh mal schnell gucken, ob ich ein bisschen Wolle finde. Ich such mal Kohle oder nee, so. Ne, der Patrick kann mal Holz organisieren. Patrick, wir haben kein Bett, ich hätte mein Bett mitnehmen Patrick, sollen. Patrick? Ja. Patrick? Gut. Guck mal da. Boah, wie er ihm Drogen verkauft. Was war denn das jetzt? Na, ich glaube, der Sascha hat. Aber, super. Warte mal, wie viel sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5 sind wir, ne? Ja. So, brauchst du? Okay, das geht doch. Warte mal, dann kommt da ein Haus hin, da kommt ein Haus hin, dann machen wir nochmal und geradeaus. Dann geht das doch. Was denn? Also ich nehme das, wo geradeaus steht. Du musst hier noch einen breiter bauen. Ich hole Holz. Hier noch einen breiter. Hier und da. Ja, ich habe schon wenig Holz jetzt. Ja, ich hole Holz. Willst du meine Dia-Hacke? Aber pass drauf auf. Ja, Moment. Komm her. Dumm. Das ich sie nie wieder. So, ich habe kein Holz mehr. Ja, komm her. Hier, pass drauf auf. Komm her, wenn du Krieg willst. So, ich geh mal mithelfen, Holz organisieren. Ja, hier, Dennis. Guck mal gerade, wie die Umgebung aussieht. Ne, ich hab schon den, ich hab ne gute. Nimm. Okay. So. Bitte besorgt mal alle Holz, wenn's geht. Jo. Ich guck, ob ich Schafe finde. Wofür, willst du echt scharf finden? Ja, für Betten. Oh. Jana Betten. Also mein Haus kommt neben Tobis Haus. Ich komm da nicht, das wo ganz gerade aussteht. Ja, ich nehm das dann links von dir. Oder wir nehmen das beide, was gerade aussteht. Zusammen? Wir machen gemeinsam eine Bratkartoffel. Wow! Hab ich auch gegessen. Ne, warte mal, ich muss warten, bis es hell wird. Sonst bin ich sofort tot, ey. Da kommt schon eine Spinne, die mich töten will. Eine Spinne, komm her, du Spinne! Eine Spinne? Spinni! Wo bist du, Tobi? Spinner. Ich such Skinny. Holz irgendwo. But I can't find anywhere. Hier ist es rar mit Holz. Was gibt es jetzt doch blaue Blumen gibt es jetzt. Ah, fuck, Spinne. So ein Pfeilchen. So, warte mal. Wir machen das dann so. Man geht dann hier durch. Nigga damn. Die Idee war blöd, Holz zu suchen. Ich habe keine Rüstung. You want the D. Alter, wenn du meine Diacke verlierst, ne? Ja, dann. Dann gibt's Ärger. Rammelteam Warmel. Rallenteam Warmel. Oh Gott. Ey, die blauen Blumen sind geil. Du sollst dir keine Blumen angucken, du sollst Holz besorgen. Blaue Orchidee. Geil. Finde ich cool. Also ich muss jetzt leider mal zurückkommen. Ja, gib mir die Hacke mal bitte wieder. Ich trau dir nicht. So, pass auf. Abo, wie er ihm nicht traut. I'm on the fire. Wie er ihm nicht Heidel traut. Tobi is on fire. Mehr habe ich leider noch nicht. Wir machen das jetzt so. Wir überlegen, reicht das von der Größe her? Es soll halt nicht zu groß werden, die Häuser, ne? Die sollen auch nur einstöckig bleiben. Eine Kiste und ein Ofen muss mindestens reinpassen. Ja, ne, das machen wir in so ein Hauptlager, finde ich. Nein, eine Kiste will ich schon haben.
Ja, aber so ein Ofen und alles, das kann man ins Hauptlager machen, das ist cooler. Ja, das oh Gott! Das Hauptlager kommt ans Land. Boah, es gibt auch Pfingstrosen, Alter, wie geil! Warum fix ich mir ein? Ich will auch Pfingstrosen. Ja, das ist ein anderes Holz, warte mal. Das ist Tropenholz, du Idiot. Ja. Was? Wer hat mir das denn gegeben? Ja, und? Dann haben wir halt einen Tropensteg. Ist so. Ja, es muss schon einheitlich werden. Ist so! Ein bisschen exotisch. Hast du mal was von Maserung gehört? Ich hab was von Masern gehört. Hab ich nicht. Mars? Ich hab nur einen Pilz am Sack. Wunoma. Danke für die Information. Müssen wir mal sehen. Ja, lass mal sehen. Foto? Das ist einer der giftigsten Waldpilze ever. Komm, Videobeweis, Krill. Was machst du da, Dennis? Ja, den Steg, die Größe für das Haus bauen, wo das Haus drauf kommt. Hast du gerade einen Steger? Ich stehe überbaue. Also wie kein Tropenholz? Ich brauche noch mehr Holz. Ja, aber hier ist Tropenholz. Ich habe auch noch Tropenholz. Nee, Tropenholz kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, ich habe Oakwood. Ich brauche normales Holz. Ja, Oakwood. Sag das dem Baum. Ist so. Dennis, ich habe außen was abgebaut. Ach, der kriegt jetzt Tropenholz. Hier, also, ich Sascha, danke für eins, also für einen. Ha, Dennis, ich habe nur getestet, ob das die richtige. Wie viel ist denn das jetzt? Ah, cool, Stack. 63. Okay, dann geht mal weiter. Ja, ich hab sonst nur Tropenholz. Ich hole mal normales Eichel. Eichelholz. So groß wird das Haus, dann werden die Häuser dann. Die sollen nicht zu groß werden. Ja, dann baue ich schon mal die Fläche. Bau mal deine Fläche an der Zeche. Aua. Ja, bist du reingelaufen, sorry. Ja, Moment, warte. That's what she said. Wenn du mich jetzt stehst, dann bringe ich dich um. Versuch's jetzt gar nicht. Stopp, Moment. Du bist mir reingelaufen. Geh mal bitte Holz organisieren, Leute. Bin ich doch gerade dabei. Nee, der Sascha und so. Obwohl ich eigentlich nach Schafen gucken wollte. Dann jetzt mach mal selber was. Ja, nö. Ich baue hier. Dennis ist der kreative Kopf hinter der ganzen Sache. Kreative? Der Kreative. Der Kreative. So, guck mal, von der Größe her ist das doch cool so, oder nicht? Ja, das reicht. Wenn wir davon vier. Boah, bist du schon drin? Anstrengend heute mit euch, ganz ehrlich, Leute. Ist so. Jetzt fängt er damit wieder an, ey. Ich sehe schon die Kommentare. Taros ist nervig! Ja, so. Ein bisschen Abwechslung, ne? Nee, das ist aber nervig. Taros ist die Heideltraut aus dem GTA-Let's Play. Ja, aber ganz ehrlich, die Heideltraut ist in GTA nicht so nervig, wie wenn die ganze Zeit sagt, ist so! Ist so. Bist du sicher? Ja. Mongo, du Alter, ey. Mich gerade Mongo genannt? Nee, den. Oh, wie er dich Mongo genannt hat, Alter. Den Mongoliten da, der da gerade redet. Gerade fette Sau genannt. Mit dir was? Walross? Oh. Du was? Ich hab das gehört, also ich hab, ne? So, guck mal, die Fläche ist doch okay so, oder? Cool, blau. Ja, die ist okay. 1, 2, 3. Ach, Mist. 1, 2, 3, 4. Ah, nee, hier müssen. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Nee, ist mir mein Samen egal. Ah, nee. Seid ihr gerade Holz am Suchen? Dennis, was brauchst du für Holz? Ich hab ein Mikrofon verprügelt, warte. Was ist das für Holz, Dean? Das ist Eichelholz. Eichel in der Feige. Ich bringe euch gerade was. Oh, gut. Was? Was? Mit den Wattbildern machen wir übrigens noch. Ja, das ja, das stimmt. Vergessen. Nee, das ist jetzt nur. Der Dennis ist dran schuld, weil er jetzt umgezogen ist. So. Ja, ich bin umgezogen. Ach, da hinten seid ihr ja schon. Du bist umgezogen. Wo bin ich denn hin? Ja, Tobi, die Fläche reicht aber, oder? Ah. Ich war im Moment. Wait just a minute, please. I'm on the way. Oh, yes, please slap your cock on the floor. Buah, 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 buah. Okay. Kein Kommentar. Dennis, ich komme angeschwommen. Oh, nackt. Hier trinkt der. Reicht die Fläche das Wasser oder schlucken? Größer? Nee, das ist okay. Du hast doch so im Zaun, ja, ne? Ja. Auch, du siehst aus wie ein Delfin. Wie Flipper. Flipper! Oh, Tobi, da ist aber genug. Nein, nicht aber das reicht noch nicht, glaube ich, für alles. Nee, ich kann noch mal holen. Ich wollte eh noch nach Schafen jetzt gucken. Drecksack. Du bist aber Schaf. Thomas Schaf. Mal gucken, ob ich ihn finde. Ah. So. Oh. Geh mal bitte da raus. Ja. Geh mal bitte da weg, blup, Sascha. Blup. Dennis, hier baue ich mein Haus hin. Wo denn? Das hier, auf die Fläche. Ja, aber noch nicht. Da kommt eigentlich das Klo hin von uns. Von außen muss das Haus genau aussehen wie die. Lass mich erst die Flächen bauen. Sascha, geh mal da bitte weg. Boah. Schon, halt du säufst jetzt ab. Ist der heute anstrengend? Ja, ich kann das Holz noch nicht aufheben. Warte mal, das ist 4 in jeder Richtung, gib ne? Gib mir das. Was ist das dein? Ja. Gib mir das Holz. Das ist aber Tropen. Egal. Ich werde da schon irgendwann mit anfangen. Mit dem Tropenholz kann man die Häuser bauen. Oh nee, jetzt habe ich doch das falsche Holz.
Also ich baue mein Haus mit Sand. Ja. Warte mal, wie viel ist das denn in die Richtung? Warte mal, wie viel, eins? Ups. Die Pimmelsrichtung. Ja, wie soll ich das denn jetzt ausrechnen? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, dann sind das 1, 2, 3, 4. Schafe! 5, Flipper. 6, 7, 8, was? 9, 10, 11, 12, 13, na komm, 13, 14. So. Das sieht aus wie Penis. So, ja. So müsste es eigentlich. So sag mal, Stein. Weil, ihr kennt oder? Ja Nico Schwanz, ne? Das ist doch viel zu weit, Alter. Der war ja im. Das ist viel zu weit. Warte, lass mich doch mal bitte machen. Der war ja im Dschungel. Dean, warum machst du den Zaun schon? Ihr macht den Zaun weg. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Du weißt ja gar nicht, was ich vorhab. Das der war ja im Dschungelcamp, ne? Du musst das gleiche machen wie auf der anderen Seite. Ja, aber der Zaun, den kannst du wegmachen, der bringt noch nichts. Schafe. So, der war ja im Dschungelcamp und, ja. Warte, eins, warte mal. Warte ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der ist jetzt Single und hat die Bild-Zeitung geschrieben: Deutschlands geilster Schwanz ist wieder Single. So. Bis hier. Ich identifiziere nein. mich nicht mit Fäkalienhumor. Du hast gesagt, bis hier. Ne, so, oder? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, ein war ist richtig, Dean. Ist richtig? Oh, bist du scharf. Da muss der da wieder weg. Oh, Apple Juice. Was? Apfel. SWAT. SWAT! Wie lange geht die Folge? Ende. Ich mach das hier noch. Die Folge geht heute ein bisschen länger. Ja, die ist jetzt schon 6 Minuten drüber. Wir machen jetzt Folgenpause. Tschüss! Nee. Natürlich, lass mich, diese, lass mich das. Moment! Jetzt lass mich das hier. Nee, wir machen jetzt Folgenpause. Nein, ich mach das jetzt fertig, Freunde. Ich mach jetzt eben noch dieses, diese Platte. Bett. Diese Platte mache ich jetzt noch fertig. Aber. Diese Schallplatte? Diese Platte und dann machen wir Folgenpause. Ein Huhn! Also in 2 Minuten. Gock. Gib mir dein Fleisch. Ja, dann werde ich reich. Box, ne? Alter, ich glaube, ich muss noch ein. Du Kaktusse. Alter, Kakteen. Ruf mich und sieh Zeit an. Deine Mutter? Wie er was gegen Emma sagt. Jetzt weiß jeder. Jetzt weiß jeder Bescheid, du Idiot. die GTA 5 gucken nicht. Was? Jo. So. Tobi, ich habe ganz viele Schafe gefunden, ne? Ich glaube, das ist jetzt genauso groß wie auf der anderen Seite, oder? Gut. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2. Ich habe gleich keinen Zaun mehr. 1, 2, 3, 4. Richtig? Ist das jetzt genauso groß? Ich guck mal ganz kurz auf der anderen Seite noch. Ich krieg genau 2 Zaun. 4, 5. Alter, mein Gott. 1, 2, 3, 4. Ne, ist einer zu klein, glaube ich. Ah. Autsch. So, die Platte ist jetzt gleich fertig und dann machen wir ein Folgenpäuschen. Aber kann man eigentlich keine Blumen hier essen? Machst du das in deiner Freizeit immer, oder? Ja, das ist der Friedhofschänder. So, jetzt ist richtig. Wo gibt's denn hier? Ach, da hinten. Es geht dann auch auf die Toten los, ey. Unfassbar. Echt assi. Echt mich gerade assi genannt? Nein. Doch, hab ich. Oh. Und wir haben Toten bereitet. Und jetzt? Wer reitet denn auf Tote? So, jetzt macht den Zaun noch rum und dann machen wir ein Folgenpäuschen. Ich bin froh, Deutscher zu sein. Ich lache über meine eigenen Witze. Mies, ne? Hat nicht mehr genug Zaun, Dennis. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier unser Grundgebiet, ja, und da kommen noch 2 Plättchen hin und dann haben wir eigentlich unser Grundgerüst für diese Welt fertig, dann kann der Tobi den Hafen beginnen. An dem Hafen kommt dann unser wunderschönes, unsere Küche, wo wir kochen. Unser Labor. Wir kochen? Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zusehen von Let's Play Minecraft. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Viel Spaß noch und tschüss! Tschüss! Tschüss!